Vulkanausbrüche der aktuellen Zeit, darum geht es heute und die Rückschlüsse und die Botschaften der geistigen Welt dazu. Wir werden Lemurien, Atlantis und die Jetztzeit zusammen beleuchten. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Neriana Kardinal. Ich bin CEO der Smarana-Gruppe, welche über unsere Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten ist. Du findest bei uns eines der größten Online-Portale für Webinare in der spirituellen Weiterbildung und Bewusstseinserweiterung. Ja, was haben denn jetzt diese Vulkanausbrüche für uns zu bedeuten? Nämlich eine ganze Menge. Euch ist sicherlich allen bekannt, dass das schon lange prophezeit wurde, wenn wir in der Übergangsphase sind, dass die Naturkatastrophen zunehmen. Jetzt hatten wir ja dieses Jahr schon einiges erlebt und jetzt in Palma dieser große Vulkanausbruch. Man kann ihn oder man vergleicht ihn von der Menge des Ausstoßes, was er da so an Lavamasse ausstößt, mit dem Vulkan, mit dem großen Vulkanausbruch von 1949. Und wenn man jetzt mal in das Jahr 1949 hineinschaut, was dort geschah, denn 1949 wurde Deutschland in zwei Teile geteilt. Es entstand die BRD und die DDR damals. Also eine große Teilung. Ich verstehe diesen Vulkanausbruch als eine Warnung, eine ganz große Warnung an die Menschheit. Lasst euch nicht teilen, haltet zusammen, seid in Liebe, in Licht und Liebe und vertraut. Geht den Weg des Erwachens weiter. Das Feuer hilft euch auch, negative Dinge zu verbrennen. Also es ist ja nicht nur negativ, obwohl es sehr, sehr, sehr negativ ist. Und ich sende auch mein komplettes Mitgefühl an alle Menschen, die jetzt darunter leiden. Denn es muss schrecklich sein. Es muss wirklich schrecklich sein. Und für mich ist dieser Vulkanausbruch so wie eine ganz große Leuchtfackel aus der geistigen Welt, welche hier auf unserer Erde leuchtet, welche uns daran erinnert, ihr Lieben. Denkt daran, wir sind alle eins, wir sind alle verbunden, wir gehören zusammen. Jeder Mensch ist ein wichtiges Puzzleteil im Großen und Ganzen. Das ist so dieses Warnzeichen, diese große Fackel der geistigen Welt, welche ich in Bildern bekommen habe, welche uns darauf massiv aufmerksam macht. Schaut hin, was passiert, lasst euch nicht trennen, lasst euch nicht teilen, denn eigentlich ist es gar nicht möglich. Alle Menschen sind verbunden miteinander über das Große und Ganze. Dann, wenn ich noch schaue, und das ist jetzt ein bisschen witzig, wurde im Januar 1949 ein Verbot ausgesprochen von der Kraftfahrzeugverordnung für Ausflüge, wie heißt es jetzt genau, für Vergnügungsfahrten und Ausflüge. Ja, uns wird ja auch alles verboten im Moment, oder? Zumindest die nicht geschlumpften, die dürfen bald gar nichts mehr machen ohne Test. Und wie lange das noch so weitergeht, wie lange sich das noch immer mehr zuspitzt, darüber in einem anderen Video mehr. Aber tatsächlich werden Verbote oder wurden damals 1949 auch unsinnige Verbote ausgesprochen, so wie jetzt auch. Und diese ganzen Maßnahmen bringen ein neues System, was niemand von uns wollte, was überhaupt niemand will, denke ich mal. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr das gerne schreiben. Und dieser Umbruch, wir sind ja in der Zeit des Umbruchs und dieser Umbruch, der ist nicht in ein, zwei Jahren wieder zu Ende, sondern das ist etwas, was länger dauert. Und die Zeichen des Himmels, sie sind wirklich sehr deutlich. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, dass sich eine Toröffnung in die neunte Dimension ergeben hat durch diese beiden Sterne, die sich umkreist haben, wo dann dieses schwarze Loch entstand. Das ist ja auch ein riesengroßes Zeichen des Universums und wir haben mit dem Vulkan jetzt in Palma
noch ein zweites riesengroßes Zeichen, nämlich ein Achtungszeichen. Passt bitte auf. Passt bitte auf, bleibt auf dem Weg der Liebe, haltet zusammen und lasst euch nicht unterdrücken, lasst euch nicht die Freiheit nehmen. Wenn ich jetzt nach Lemurien schaue mit meinem inneren Auge, ich bin ja öfters in Lemurien sowieso geistig unterwegs, und dort sieht man sehr viele solche spitze Berge, das heißt Vulkan, ähnliche Berge, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist so die Grundlage auch. Unsere Erde ist ja durch die Vulkane entstanden, kann man sagen. Das ist ja so ein Prozess von der Erde, wo sich etwas Neues formt, wo sich die Natur einfach, wo die Erde auch ausbricht und sagt, mir ist es zu viel jetzt. Mir reicht's mit den negativen Energien. Und das kommt auch schon von Lemurien. Wir haben also einfach dadurch eine Rückverbindung von Lemurien, und Lemurien bedeutet ja die ursprüngliche Kraft leben. Ja, das heißt, in Lemurien hatten wir alle noch unseren Lichtkörper, da waren wir noch nicht materialisiert und wir waren noch ganz rein in unserer Kraft. Wir hatten alle unsere Fähigkeiten, und das ist ein Zeichen, schaut drauf, was ist jetzt mit euch in diesem Leben, wie weit seid ihr vorangekommen, wie steht es mit jedem Einzelnen. Ihr könnt euch einfach mal überlegen, wie ihr euch jetzt in diesen Zeiten wiederfindet, ob ihr auch so eine enge Verbindung nach Lemurien spürt, weil damals ja jeder noch in seiner vollen Kraft war. Und jetzt in der heutigen Zeit, in der aktuellen dritten Dimension, sind viele Menschen nicht mehr in ihrer Kraft. Ja, das ist leider, leider so. Und das soll eine Erinnerung sein. Und wir werden dann im Channeling uns unsere Kraft wiederholen aus Lemurien, einfach damit wir durch diese Zeit in Frieden und Liebe hindurchgehen können und alle Menschen unterstützen, die noch nicht so weit sind. Wenn ich jetzt weiterschaue nach Atlantis, Atlantis ist ja durch eine Wasserkatastrophe untergegangen, aber hervorgerufen durch Vulkanausbrüche, Tsunamis, weil das hängt ja alles zusammen. Das waren Naturgewalten. Und in Atlantis war der Kampf, das Gute und Böse, so ähnlich wie jetzt. Also sehr abstrakt jetzt herbeigeführt, aber es gab damals auch einen intensiven Kampf von dem Guten und dem Bösen, und letztendlich ist es ja untergegangen. Und das heißt jetzt nicht, dass die Welt jetzt untergeht, sondern wir empfangen einfach Zeichen. Wir haben uns ja weiterentwickelt, und diese Zeichen, die sollten wir einfach annehmen und auch verstehen. Und deswegen mache ich dieses Video für dich, dass wir alle verstehen, dass das, was gerade geschieht, nicht in der göttlichen Ordnung ist und dass die geistige Welt uns tatsächlich sehr unterstützt. Die große Toröffnung in die neunte Dimension geschah, um uns zu unterstützen. Und das hier ist die Fackel, die sagt, lieber Mensch, schau hin. Wir sind für dich da. Wir leuchten, wir beleuchten deinen Weg, den du in Frieden und Liebe in der Einheit gehen kannst. Lass dich nicht trennen, lass dich nicht unterjochen, sondern wende dich deiner eigenen Freiheit zu und deiner Menschenwürde. Behalte deine Menschenwürde und deine Menschenrechte. Du bist ein Geschöpf Gottes und niemand kann dir diese Rechte einfach nehmen. Sie sind immer dein. Das ist die große Erinnerung und gleichzeitig auch die große Unterstützung, unseren Weg zu beleuchten. Ja, und jetzt kommt schon die Botschaft, sie kommt schon massiv als Energie zu mir, und ich werde dann jetzt auch gleich beginnen, dass die geistige Welt nicht zu lange warten muss auf uns alle. Oh, es ist eine total, ja, starke, krasse Energie, die sich da jetzt hier in meinem Studio einsammelt und die ich euch gleich
an die ihr gleich teilhaben dürft, wenn ich meinen Kanal für euch alle zur Verfügung stelle. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Und bevor ich anfange, muss ich doch noch was sagen. Diese Fackel, die da gezeigt wird, die will uns auch daran erinnern, für uns selbst etwas zu tun, uns nicht fremd bestimmen zu lassen, sondern für unser Leben zu sorgen und vor allen Dingen auch für unsere geistige Entwicklung, für unsere spirituelle Entfaltung da zu sein. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch achten und so wie wir es eben können, ausführen. Wir von Smarana, wir haben dafür extra für alle Kanalmitglieder kostenlose Webinare angeboten. Ihr könnt als Kanalmitglied, wirklich im Moment sind es 5 Webinare, die ihr kostenlos einfach so machen könnt. Und das hilft so sehr viel in der spirituellen Entwicklung und gibt auch ganz viel Kraft und Sicherheit. Und das brauchen wir in der heutigen Zeit. Und wer noch weitergehen will, der kann natürlich zum Beispiel die Ausbildung zum Astralfeld-Therapeuten machen. Das sind insgesamt 3 Teile. 2 davon sind schon vorhanden. Der dritte kommt dann im November. Und ja, wenn du dich dazu anmelden willst, unter dem Video sind die Links. Und wenn du Mitglied werden willst, auch einfach unter dem Video auf Mitglied klicken und schon bist du dabei. Ach so, und was ich noch sagen wollte, bitte liked dieses Video, damit es ja sehr viele Leute sehen, damit YouTube erkennt, dass es ein wichtiges Video ist, dass wir ganz wichtige Botschaften für alle Menschen haben. Und wer mich noch nicht abonniert hat, kann es natürlich gerne tun, um immer aktuell von allen Botschaften zu erfahren, die die geistige Welt für uns hat. Ja, meine Lieben, dann werden wir jetzt beginnen und ich werde auch auf Telegram noch was dazu sagen, weil es ja schon ein sehr wichtiges Ereignis ist. Ich habe euch extra im Hintergrund so eine Lavamasse mal gemacht, dass wir so auch ein bisschen in die Stimmung von dem Feuer kommen, was da so massiv als Fackel uns zur Verfügung gestellt wird und ja schon einige Tage andauert. Also ja, das ist ja schon auch sehr extrem lange. Und ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt tatsächlich ganz viel Freude und Kraft beim Channeling. Ich werde mich einsprühen mit der 999 und mit Smarana. Lieber Mensch, fühle dich ganz herzlich willkommen. Liebe Menschen, fühlt euch hier alle willkommen. Die geistige Welt macht keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, zwischen den Hautfarben oder den Gesinnungen. Jeder Mensch ist willkommen. Und so freut sich die geistige Welt, dass du heute hierher gekommen bist. Und so fließt ganz viel Liebe der geistigen Welt jetzt in diesem Moment zu dir. Diese Liebe berührt dein Herz, wenn du es erlaubst, dein Herz zu öffnen. Und so erlaube dir auch, dich so tief wie möglich von der Liebe der geistigen Welt tragen zu lassen, dich berühren zu lassen und die Einladung anzunehmen, heute nach Lemurien einzutauchen. So erwarten wir jetzt die Botschaft.
zu sprechen jetzt die lichten Wesen von Lemurien zu dir. Lemuria, die Zeitepoche des Neubeginns, die Zeitepoche der Kraft, des Wissens und des Glaubens. Und so laden dich jetzt diese Wesen ein, nach Lemuria zu reisen. Geliebtes Menschenkind, Lemuria ist in den Erinnerungsfeldern deiner Zellkerne gespeichert. Alles, was du damals erlebt hast, daran kann sich deine Seele erinnern und auch an die große Kraft, welche in dir ruht. Ebenfalls das riesengroße Wissen, welches du trägst. All das ist in dir selbst gespeichert. Und so gibt es in Lemurien einen bestimmten Platz, wo sich ein Abdruck von deinem Lichtkörper befindet. Denn damals besaßt du einen Lichtkörper. Und so möchten dich und so möchten wir dich an diese Stelle führen. Denn dort an dieser Stelle wirst du Erinnerungen erhalten, Bilder und Informationen bekommen, welche dich unterstützen werden in der aktuellen Zeit, in welcher du lebst. Und wenn du es erlaubst, mit einem inneren Ja, werden wir deine Seele über die Linien der Zeit nach Lemuria führen. Du erkennst die Spitzenberge, du erkennst das Licht, das besondere Licht von Lemuria. Du erkennst die Farbe des Meeres, die Farbe des Himmels und der Berge. Und auf einmal zieht es dich wie von ganz allein zu einer bestimmten Stelle. Lass es ruhig geschehen. Denn es ist deine Seele, welche diesen Platz erkennt, wo dein Lichtabdruck verankert wurde. Und so tauche nun mit all deinen Sinnen, mit all deiner Liebe in diesen Lichtabdruck ein. Tauche hinein und nimm all das auf, was sich dir zeigt. Denn wir, die lichten Wesen, wir halten deine Energie, sodass du dich erinnerst. Und alles geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Wir geben dir ein wenig Zeit, um die Informationen zu empfangen. Es ist völlig egal, wie du sie bekommst, in Bildern, in Farben oder als Energie. Nimm es an, denn es wird so sein, wie es richtig und gut für dich ist.
Geliebtes Menschenkind, wir haben ein großes Geschenk für dich vorbereitet, denn wir werden jetzt ein Licht in dir entzünden, das Licht der Einheit. Und dieses Licht der Einheit übergeben wir dir. Es wird dich führen, es wird dich stützen und schützen. Denn das Licht der Einheit, was schon immer war, es soll hell leuchten, es soll dich begleiten und stark machen. Denn du bist ein Teil vom Großen und Ganzen. Und jeder Mensch ist ein Teil. Und jeder Mensch ist ein Teil der Liebe und des Lichtes, in der Einheit von Gottes Schutz. Und so empfange dieses Licht, welches wir dir jetzt überreichen. Dieses Licht leuchtet und wir übergeben dir es in beide Hände. Und sieh mit deinem Herzen, wie dieses Licht der Einheit leuchtet, wie es dich umgibt und deine Seele zum Vibrieren bringt. Dann lass dieses Licht los. Es legt sich in deine Aura, verbindet sich mit all deinen Kanälen, mit deinem Lichtkörper der Aura und deinem physischen Körper. Dieses Geschenk trägst du ab nun in dir. Das Licht der Einheit, es wird ewig leuchten. Und dein Leben in der aktuellen Zeit viel angenehmer machen. Es wird dich immer wieder daran erinnern, wer du in Wirklichkeit bist, und das Gefühl der Zugehörigkeit in dir verstärken. Und so tragen wir deine Seele wieder liebevoll zurück in dein Hier und Jetzt, dorthin, wo du in der aktuellen Energie lebst. Und wir lächeln dich an, denn wir freuen uns sehr, dir dieses Geschenk überbracht zu haben. Und so verabschieden wir uns von dir mit Swarana und dem Leuchten in unseren Lichtkleidern. Und ich, Nirayana, bedanke mich auch voller Achtsamkeit für dieses großartige Geschenk. Und ich bedanke mich auch bei dir, dass du heute hier warst und ich dich begleiten durfte. Dann komme wieder langsam zurück in das Hier und Jetzt und sei wieder ganz da. Ihr Lieben, herzlichen Dank für alles. Und wer mag, darf mein Video liken, teilen, darf mich abonnieren und darf auch zum nächsten Video wiederkommen. Alles, alles Liebe, ein Küsschen. Bis bald.